Supermarkt Samstag. Und wenn ihr wissen wollt, welcher Multimilliarden-Getränkekonzern sich hinter dem Thalheimer Pilz verbirgt, dann müsst ihr einfach dranbleiben. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und Gesundheit ist bei euch im Augenblick kein Thema. Großes Thema für mich wäre aber, wenn ihr Lust auf Biervideos habt und Spaß an Videos wie diesem habt, dann lasst doch ein Abo da, klickt mal hier unten auf den roten Knopf in der Ecke und hinterlasst ein Abo, unterstützt mich mit dem Abo und vor allen Dingen kriegt immer wieder neue Infos, wenn es Biervideos gibt. Ich sage richtig Dankeschön dafür und es haben schon viele von euch gemacht und die noch kein Abo haben, wenn ihr das jetzt gerade nachholen könntet, wäre das ganz, ganz super. Genauso super wie auch die Story ist, die hinter dem Thalheimer Pilz steckt, das ich heute am Supermarkt Samstag auf den Kanal bringe. Ein Bier, das es vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, so ungefähr zum ersten Mal gegeben hat. Das ist das Bier aus dem Red Bull-Konzern. Es ist ja schon sehr, sehr lange im Gespräch gewesen, dass Red Bull eine Biermarke oder ein Bier auf den Markt bringen wird. Und da gab es lustige Ideen, wie das dann ausschauen würde, ob das Dosenbier sein würde und wie das überhaupt ausschauen könnte, wenn ein Energy-Drink-Hersteller so ein Bier auf den Markt bringt. Naja, vermutlich hat das Produkt Bier sehr gut in das Gesamtkonzept Red Bull gepasst, vermutlich aber sehr schlecht zur Marke Red Bull. Und da ist der Herr Mateschitz offensichtlich in Thalheim fündig geworden. Da ist eine Heilquelle zu Hause, die ist relativ reich an Calciumsulfat und Lithium und hat offensichtlich heilende Wirkung, gibt auch noch Haufen andere Getränke aus diesem Standort. Aber wichtig ist heute natürlich die Brauerei, die das Pilz gebraut hat. Das Pilz war am Anfang nicht für Normalsterbliche zu haben. Gerüchteweise gab es das nur in den Formel-1-Paddocks beziehungsweise bei Red Bull-Veranstaltungen. Aber wenn man sich so eine Brauerei leistet, dann ist möglicherweise früher oder später auch ein kleiner wirtschaftlicher Druck da, das auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich hatte damals das Glück, das Bier schon mal verkosten zu dürfen. So über 26 Ecken ist dann doch irgendwer an so eine Flasche rangekommen und wir haben sie dann an einem Abend getrunken. Nehme jetzt mal nichts vorweg. Bin mal sehr gespannt, wie mein Eindruck von damals sich mit dem heutigen deckt. Technische Daten, 5,0 Volumenprozent Alkohol, 12 Plato und 30 Bittereinheiten. Das ist eigentlich für einen Pilz so der absolute Normbereich. Und werfen wir noch schnell einen Blick auf die Bottle Cap. Die muss ich dann so rumhalten. Und dann seht ihr das T für die Thalheimer Quelle bzw. die Thalheimer Heilwasser GmbH, wie der Hersteller eigentlich heißt. Und ja, dann gehen wir das Ganze mal an. Wassergersten, Malz, Hopfen, Hefe. Beruhigt mich ja schon mal, dass kein Hopfenextrakt drin ist. Und rücken dem Bier zur Leibe. Ich habe es gekauft im Interspar. Und da könnt ihr es dann auch bekommen. Da hat sich offensichtlich, wie gesagt, der normale Pöbel verdient, das Bier auch zu bekommen. Wir haben ein helles Strohgelb. Minimale, leichte Trübung in diesem Bier, weißer, oh, ein fingerbreiter Schaum, haftet ganz schön am Glas, in der Nase. Oh, das ist ein schönes Beispiel für ein blumiges Bier. Ein bisschen grasiger Hopfen drin. Und so hellere, getreidige Malznoten. Ja, in diesem Sinne. Cheers. Es bleibt schön blumig, hat eine sehr angenehme, sehr knackig, klare, grasige Hopfenbittere. Ein bisschen Zitrusfrucht ist vielleicht mit drin. Eine leichte Süße, die von dem hellen, getreidigen Malz kommt. Es ist ein richtig klassisches, knackiges Pilz. Nicht zu herb. Aber wie gesagt, so ein bisschen leichte, malzige Süße da drin.
aber insgesamt dann doch tatsächlich so ein richtig crispes Bier. Vom Körper her sehr schlank gehalten, spritzige Kohlensäure. Schön süffiges Bier. Ein bisschen hinten raus fängt es an, zunehmend zu verwässern. So dieses getreidige, helle Malz geht ein bisschen weg und es bleibt eigentlich dann eher nur noch die grasige Hopfennoten da. Im Nachtrunk, es bleibt schön floral, kräutrig, grasiger Hopfen, schöne bittere und wie gesagt, das getreidige, malzige, helle, das verschwindet dann hinten im Nachtrunk schon relativ zügig. Ein gutes Pilz, ohne Ecken und Kanten, aber auch ohne zu überraschen. Es ist, finde ich, solide Braukunst. Da hat man jetzt irgendwie nicht ausgelassen, sondern man hat ein schönes Produkt auf den Markt gebracht. Es ist jetzt nicht das Pilz, das die Welt einreißen kann, aber das Thalheimer Pilz braucht sich vor anderen klassischen Pilzbieren nicht zu verstecken. Und deshalb gibt es von ProbierTV 3 von 5 möglichen Punkten für das Thalheimer Pilz, das Red Bull Bier. Und solltet ihr mal auf einer Formel 1 Veranstaltung von Red Bull in die Box eingeladen worden sein, na, dann wisst ihr, was ihr im Kühlschrank findet. Das Thalheimer Pilz sollte dann meines Wissens nach da zu haben sein. Vielleicht muss man mal auch in den Formel 1 Übertragungen, obwohl die werden natürlich hinten in der Box, wir werden kein Bier da drin stehen haben, das wird es dann in der Hospitality geben. Ja, dann soll es für heute gewesen sein. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß am Supermarkt Samstag. Wenn es andere Biere gibt, die ihr gerne mal hier im Rahmen dieses Samstagsprogrammes sehen wollt, dann bin ich wie immer für eure Tipps dankbar. Habt ihr auch schon viel davon abgeliefert. Und dann soll es das, wie gesagt, für heute gewesen sein. Habt noch einen schönen Samstag, schönes Wochenende. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Montag. Nicht vergessen, probieren live aus dem Pulzerbräu Livestream zusammen mit dem Andi Hoppel vom Pulzerbräu. Da reden wir ein bisschen über Biere, die wir aus unserem gemeinsamen Biertasting Club Monatsabo rausgefischt haben. 19 Uhr geht's los, schaltet ein und habt ein bisschen Spaß mit uns und wir werden, glaube ich, eine lustige Zeit zusammen haben. Bis dahin, tschüss Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.